aus Düsseldorf. Hier im Studio treffen wir heute Comedy Queen Martina Hill. Und worüber sie selbst am liebsten lacht, das fragen wir sie jetzt mal. Frau Hill, ja. Von Berufswegen müssen Sie ja oder dürfen Sie ständig lustig sein. Was finden Sie denn privat so witzig? Das ist bei mir so tagesformabhängig, ehrlich gesagt, was ich so lustig finde. Also das kann manchmal der total platte Sketch sein oder Witz sein. Das kann feiner Humor sein, das kann total derbe sein. Also da bin ich für alles offen. Und gucken Sie sich selbst im Fernsehen an, im Nachhinein? Beim Durchseppen, aber auch da gucke ich mir das, sich selber sehen, ist wie mit dem Anrufbeantworter. Sich selber auf dem Anrufbeantworter hören, Horror. Das geht ja nicht. So. Und das. Wie bereiten Sie sich auf Ihre Parodien vor? Der erste und schwierigste Knackpunkt ist der, überhaupt bei der Figur genau das zu finden, was allen ins Auge fällt. Also was macht die Figur einzigartig? Was ist an ihr anders als an anderen? Und was ist der Wiedererkennungswert für alle? Haben Frauen eigentlich einen anderen Humor als Männer? Das glaube ich nicht. Natürlich machen wir untereinander andere Witze als Klar. Männer untereinander. Aber ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Und wie ist das so länderübergreifend? Sie haben ja wahnsinnigen Erfolg in China auch. Funktioniert Humor international? Ja, das glaube ich. Ja? Ja, und unsere Knallerfrauen-Sketche haben ja viele Slapstick-Elemente und sind ja eigentlich gar nicht so wortlastig. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die da halt auch funktionieren. Aber warum jetzt wirklich, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Fahren Sie gerne Zug? Ja, ich liebe Zugfahren und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ich habe ja Flugangst. Das ist ja auch der Grund, warum ich so lange mit der Entscheidung gebraucht habe, bis ich nach China geflogen habe. Zwei Jahre nur, aber macht ja nichts. Ja, und deswegen ist für mich Bahnfahren einfach die absolute Alternative. Und ich finde es halt auch besser als Autofahren, weil ich einfach während der Fahrt lesen kann, DVDs gucken kann, quatschen kann, telefonieren kann, pennen kann. Und das finde ich einfach toll. Kaffee trinken, es ist alles möglich. Und mehr zu Martina Hill, zu ihrem Humor, ihrer Inspiration und zu ihrem neuen Buch gibt's ab sofort in der neuen DB Mobil und online auf dbmobil.de. Tschüss!